Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Projekt auf meinem YouTube-Channel GamerChaos. Ich bin David und wir zocken jetzt zusammen Animal Crossing Wild World. Animal Crossing Wild World ist ein Ableger der Animal Crossing-Reihe, um genau zu sein, der zweite Teil, der 2005 auf dem Nintendo DS hierzulande erschienen ist. Ja, der Nintendo DS war der Vorgänger vom 3DS, weil es gibt bestimmt viele Leute, die damit in der Kindheit aufgewachsen sind. Ich hatte auch ein DS, zwar erst nach dem 3DS, aber es hatte auf jeden Fall ein. Und nachdem er meine 3DS Capture Card leider noch kaputt ist und wir deshalb Animal Crossing New Leaf nicht fortführen können und ich vom Wii-Teil ein bisschen abgefuckt bin, werden wir den DS-Teil jetzt hocken, habe ich mich dazu entschlossen. Wild World habe ich schon mal ein bisschen gespielt, das war aber nicht viel, das heißt, es wird ein großteils doch so ein Blind Let's Play werden, auf was ich persönlich mich doch so sehr freue, weil das ein tolles Spiel ist und ich denke mal, so Überbrückung bis dann schon im März New Horizon erscheint, sollte das ein gutes Spiel sein, denn allzu lange dauert es noch nicht, bis endlich New Horizon erscheint, werden wir auf jeden Fall spielen am Release. Aber darüber reden wir mal anders, würde vorschlagen, wir fangen jetzt direkt an. Let's go. So, die Sprache ist noch auf Englisch, weil es über ein Emulator spielt. Ich hoffe, ich kann die Klasse noch umstellen. Wenn nicht, haben wir es halt auf Englisch, das macht es auch nichts. Hello there, you come to play, did you? Yeah, schauen wir mal geschwind, ob ich das hier irgendwo einstellen kann. Ist das hier richtig? Oh, nee. Ich glaube, das nächste fangen einfach an mit dem New Game. Hello aboard. Ich denke mal, das müsste mit Englisch trotzdem gehen. Ja. Welcome aboard. Hey. Clear something up for me. Would there today be the February 10th, 2020? Yeah, that's right. And the time of day be 20 or 14 p.m. That's right. Yeah, actually, yep. Right. Ist natürlich so, ich weiß, mein Englisch ist nicht das geilste, aber ich denke, das müsste hoffentlich gehen, ja. Danke, yeah, I don't trust this clock. I gotta send it to sleep with the fishes. Speaking of fishes, they could swim in this road. The rain be merciless. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an mich. Also, wir hatten ja hier heute den, wenn ihr das Video seht, war ja schon der Sturm. Sabine heißt der, glaube ich. Der Papa ist morgen am Montag auch keine Schule, das ist zu geil. Ich glaube, da wird es eine ganz schöne Unwetterfront geben. Ne? Well, this a crying same considering, yeah, come all the way out there. Genau, wait a moment. Wild Snapping Turtle, I never got your name. What's your name? Well, let call me Dave. Normalerweise, hallo? Nee, ich wollte eigentlich so Dave heißen. Nee, Mama David. Mama Dave. Dave ist doch ganz nett. Das passt doch hier so für ein Ami-Zeugs. Nein, keine Eids. Confirm. Ja. Nein! Scheiße! Oh nein, jetzt hat sogar so gespeichert. That's not it. Puh, Glück gehabt, ey. Heilige Scheiße. Es geht das gezeigt mit Controller, müssen wir so machen. Dave. That's right. Yeah, Dave. Yeah, that's right. That's my name. Das ist mein Name.
Also, das kannst du auch dazu übersetzen. Eigentlich brauchst du auch gar nichts. Also, das ist mein Name in der Tat. Ich lese das so was nie, weil ich brauchst eigentlich auch nicht zu machen. I'm not a boy. Aber ist ja alles Transcender-mäßig durchaus möglich. Wir fahren wie immer auch heute nach. Hallo? City. Wo ist das Y? Da oben. So, verwirrend. Das ist doch mal ein netter Name. So. That's right. Giza City. Why are settling Zelfer? I'm moving. That's right, ne? Also, ihr merkt schon, meine Aussprache in Englisch ist nicht der von der Eck. Nein, das war natürlich nicht ernst. Aber es gibt Leute, die sagen, was erst deckt, das ist heuristisch. Das ist schon krass eigentlich. Also. Der Yellow vom Eckhart ist irgendwie schon viel zu sehr falsch an. Aber ja, das ist soweit, halt stopp. Weil I mean, like yourself, pick a city. Ja. So gut Deutsch am Arsch der Welt, ne? The Beach, the Hall, Shopping. Shopping! Ich bin zwar ein Junge, aber so Shoppen, das ist so ein bisschen so die, in Anführungszeichen, weibliche Seite. Ich kann Tiger shoppen, ist so das heißt. Da ist mit irgendwelchen Freundinnen und auch mit Freundinnen, ist mein Leben gern shoppen. Ich hänge meistens erst so 4-5 Stunden am Stück in irgendwelchen Arkaden rum, in ein einziges Geschäft. Also shoppen ist eine Sache, die mache ich total gern und ich glaube, es ist als Junge relativ selten. Weil die meisten immer so, Shopping, überhaupt keinen Bock, aber ich finde Shopping geil. Ich glaube, ja, vielleicht passt das so, ne? Aber was gibt's denn? Es ist außer mich nicht viel Geld bei mir hätte. Vielen Dank. Keiner, also eventuell. wir sind aus dem Gleis da. Und der Regen hat sogar so ein bisschen auf. Ja, wunderbar. Das ist ja optimale Bedingungen. Oh, das ist ein tolles Auto, ohne Scheiß. Warte mal, was wird, Leute? So, was muss ich ganz schön in Safe anlegen? Juhu, Homie. Ja, da sind wir doch mal. Ja, willkommen in Giza City, ja, danke. Okay. Gut. Dann auf Wiedersehen. Ah, das ist ein Auto. Es hat was in meinem Bus, aber ich glaube, ist es wirklich nur ein Auto, tatsächlich. Oh, wieso nicht, ne? Ist auch ganz lustig. Well, this is Giza City's Town Hall. So, what is it that I can do for you today? Ich finde den Soundtrack in dem Spiel auch so geil, wirklich. Ich mag das Spiel so gern. Jetzt eigentlich neben dem 3DS-Teil ist der DS-Teil mein zweites Lieblingsteil. Deshalb freue ich mich so sehr, dass das endlich spielen kann, weil das mit Let's Play auch mal weitergeht. Ja. I moved in. Oh, goodness. Chrysler, you must be Dave. I'm pleased to meet you. My name is Perry and I'm a clerk here in the town hall. Tom Nook was kind enough to tell me all about you, Dave. He informed me that in order for new residents to feel welcome, he has prepared a residence just for them. Yes, it is a touch modest, of course. Tom Nook has currently been in a giving mood lately, I must say. Anyway, I'm sure you are anxious to see your home. Well, that's it. Ah, endlich gibt's da wieder eine Karte hier. So, wen haben wir denn noch hier? Aurora, Amelia and Samson. Well then, Dave. Aber das Geile ist, wir das ein Haus haben, ne? I trust you can use this map to find your new home. Oh wait, do you know how to pull your map out? I have no idea. You select your map,
Tap the arrow in the upper right corner of the touchscreen. Then touch the house icon along the top. You can also press the X button on your Nintendo DS. Alright then, goodbye and please welcome again. Oh, die Steuerung ist immer mega AIDS hier. Ich muss jetzt gar nicht gesehen, ob ich die Steuerung irgendwie noch anpassen kann, weil die passen ja immer mega gar nicht hier. Moment. Ah, jetzt geht's. Die sind viel geiler. So, es hieß X immer drücken und dann kommen wir zur Map. Und da ist auch immer ein Haus. Okay, ich kann nicht laufen, während die Map offen ist, offensichtlich. Zumindest sieht das so aus. Oder habe ich einfach nur irgendwas noch nicht. Ich glaube, ich möchte da mal was konfigurieren. Oder passt mir immer noch was noch nicht. Wieso ist BZ? B ist B. So. Okay, die Steuerung ist erst gewöhnungsbedürftig. Aber es geht. Ja, das ist die Hauptsache. Ob es überhaupt generell prinzipiell richtig oder. Ja, ist der erste Diakonhaus, ne? Supi. Ja, das ging ja doch. Dann schauen wir doch mal rein in unser Haus. Was war das gerade? Yay! Yeah. Das ist ja doch ein bisschen so wie die 3DS-Version, ne? Mit unserem schönen Haus, so wir ins Schlafen legen können, einschlafen können. So comfy and soft. Das ist doch schön. Aber ich kann noch nicht schlafen. Das war doch eine schnelle Nacht, ne? Das ging doch hier ein bisschen sehr schnell. Was ist das für komische Geräusche, die da immer wieder kommen? Aber ja, wir haben doch immer schon mal unser Haus gefunden. Haben wir, aber hey, wer ist denn hier? Tom Nook, hey ho, you there? Da haben wir ja einen alten Bekannten. You Dave, yes. Do you have the order this splendid house? Phew, I'm glad you made it in time. So, what do you think? Looks quite cozy and comfortable, hm? Well, it's okay, actually. You'll get used to it soon enough. Not worry, hm? Allow me in an interruption. My name is Tom Introduction, sorry. Ah, yes. Tom ist so ein Deutsch mit diesem Teil, sehr schwer. My name is Tom Nook and I own the store in this town. In addition to running the store, I built and remodel existing homes. I built your house just as you ordered, so I trust you'll pay it off, hm? Once you've paid it off, it's all yours, Dave. Ah yes, of course, the question of cost. Well, the total comes to a Mirror 19,800 bells. Are you serious? Oh, not to worry, hmm? I wouldn't ask you to pay it off all at once. Every time you lie down on your bed in the attic, your progress will be saved. So just pay it off bit by bit every day at the town hall. That's all I ask, hmm? I'm gonna cry. That's so geil. Why not, hmm? If you want to know about making money, I will tell you. Yes, actually, I could explain it to you, but it's better to learn through living than listening. Yeah? Why don't you come work part-time at my shop, hmm? You will earn some extra money and learn about living in town. Two birds, one stone, oder wie es dort heißt, zwei Fliegen mit einer Klatze schlagen. Yes, yes, what a great idea. Absolutely, top notes. Yeah, it's official. And not. Why don't you come by the shop in a little bit then, hm? If you don't know where the shop is, then
Second on your map. It's simple, yes? Well then, we'll be waiting for you at the store. Come on, bye. Okay, actually, we have to wait. Ich muss ja wieder so deutsch schwätzen, das ist ja komplett ungewohnt, ne? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Hier ist jetzt übrigens, wo das Store ist, ne? Store und so weiter. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Interessant, dass der Himmel hier noch total einfach ist. Ah, das ist ja der Unterschied, ne? Bei der 3DS-Version war ja, dass der Hauptbildschirm oben ist und der untere Bildschirm nur für die Karte ist, ne? Hier macht man die Karte so auf und dann schwitzt das hier irgendwie. Das ist interessant. Schreibt uns einfach mal in die Kommentare, wie es jetzt wo weiterhin vorgehen soll, weil ich glaube, ich kann das mit den Einstellungen hier nicht mehr ändern mit der Sprache. Ne, schau grad mal. Nee. Geht das alles nicht. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr wollt, dass ich weiterhin das auf Englisch vorlese oder Scarlett vorlesen soll oder auf Deutsch übersetzen soll. Das sind so drei Möglichkeiten, die es gibt. Sagt das dann bitte in die Kommentare. Feedback würde mich sehr freuen. Und ja, das war's dann auch mit der ersten Folge, ne? In der nächsten Folge geht's weiter. Da werden wir uns mal den Tom Nux Laden ansehen. Vielen Dank so weit fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.